Land auf, Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5? 20? Oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Heute sind wir im Kanton Uri unterwegs. Das Land der Seilbahnen und vom Wilhelm Tell. Im Urnerland besuchen wir Menschen, die zwischen See und hohen Bergen daheim sind. Ich bin der Einzige, der das ganze Jahr noch oben wohnt. So, die Jacke, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier im Kanton Uri gibt es ja den ältesten Urner, der für das Wetter zuständig ist, den Föhn. Ja, und der meint es heute ziemlich gut mit uns. Heute darf ich euch direkt aus dem Kanton Uri begrüßen, aus dem Kanton der Seilbahnen. Und die Seilbahnen, die sind zum Teil ein bisschen speziell, also nicht so, wie man es kennt. Und wir werden das jetzt gerade miteinander anschauen. Gesamthaft gibt es im Kanton Uri 41 Seilbahnen. Und diese Seilbahnen überwinden alle miteinander 23'000 Höhenmeter. Das ist noch cool. Es gibt gar keinen Fahrplan, du kannst einfach anrufen. Da man früher noch nicht so Strassen hatte, sind die Seilbahnen die einzige Verbindung für die Bauern von der Alp ins Tal oder umgekehrt. Und auch heute noch gibt es viele Alpen, die nur durch die Seilbahnen erschlossen sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Vielen Dank. Es war jetzt eine schöne Fahrt. Ruft ihr jemanden an? Hast du einen Kaffee mit mir? Ja, super. Sehr gerne. Danke, vielmals. Bitte. Für was sind die Bahnen eigentlich früher genutzt worden? Ja, eigentlich grundsätzlich ist es ein Bau, die sind gebaut worden für den Betrieb. Wir haben keine Zufahrtschust. Weder mit Auto noch mit Schust. Und dann war es nur für das Wagen. Also als Transport ist genutzt worden früher? Transport und für die Personen, die hier oben gewohnt haben. Klar, also eigentlich sind die Leute früher, die hier oben gewohnt haben, nur immer mit der Bahn auf und runter, korrekt? Das ist heute noch so eigentlich. Immer noch? Ja. Wohnen die Leute noch oben? Also ich bin der Einzige, der das ganze Jahr noch oben wohnt. Du wohnst ganz allein hier oben? Ja, ja. Du hast das ganze Paradies für dich? Ja. Nicht schlecht. Manchmal ist es ein bisschen einsam, wenn du nicht so allein oben bist. Also im Winter ist es immer ruhig, ja, das kann man sagen. Bist du hier aufgewachsen eigentlich? Ich bin hier oben aufgewachsen, ja. Es war noch kein Bändler in meiner Schulzeit. Was heisst das? Sind wir noch jeden Tag zu Fuß ab in die Schule. Yes, das geht. Du bist jeden Tag runter und ja. Wieder raufgekommen? Ja, ja. Ab der Bergstation Silenen-Kilchenberg geht es jetzt 2,5 Stunden zu Fuß über Stock und Stein bis zum Golzerer See. Im Kanton Uri ist die Korporation die grösste Grundeigentümerin. Rund 70% der Kantonsfläche gehört der Korporation. Die meisten Alpen sowie auch praktisch der ganze Wald sind in den Händen der Urner Korporation. Schon gleich kommt man ins Gebiet vom Madranertal. Hoch über dem Tal ist das Gebiet reich an Mineralien und Kristall. Bis ein Kristall entsteht, braucht es mehrere Millionen Jahre. Tief im Berg wachsen die Kristalle vor sich hin, bis sie dann mit ein bisschen Glück von einem Strahler gefunden werden. Im Kanton Uri gibt es über 20 kleinere und auch grössere Bergseen. Und einer davon ist der Golzerer See. Er liegt am Fuss der Nordwand des grossen Windgellen oberhalb des Bergdorf Bristen auf 1400 Meter. Hallo. Hoi. Schöner Platz, hast du ausgelesen? Ja, ich war schon ewig nicht mehr da. Jetzt okay. Habe ich schon lange wieder eine Schwelle rauf. Schön. Du bist von den Kilchenbergen gekommen? Ja, schöne Wanderung. Ist cool. Ja. Über die Hängebrücke. Ja, ist cool, ja, wirklich.
Und schön. Jetzt da hast du ein schönes Motiv ausgelesen. Ja, im Moment geht es eigentlich mehr ums Planen. Ja. Ich möchte natürlich erst morgen oder Abendstimmung dürfen, okay. Wenn wirklich das Licht schön ist. Und natürlich auch für die Leute her ein bisschen ruhiger. Cool. Also das heisst, du schaust jetzt eigentlich nach Sujets, wo du dann eben einmal am Morgen kannst fotografieren. Richtig. Es macht natürlich Sinn, so Sachen an den Tagen anzuschauen. Und dann, dass man am Morgen früh oder am Abend spät geht, wenn dann wirklich das Licht schön ist. Ist natürlich für mich ein wunderbarer Ausgleich zum Arbeiten. Ja, ich würde gerne fragen. Ja, man geht ein bisschen bergen, man entdeckt frische Sachen, wir haben so viel hier. Sagen jetzt mit dem Furka-Gebiet, mit dem Kleisenpass. Man hat wirklich so viel, was man auslesen kann. Das ist natürlich, man ist eher ein bisschen verquent und manchmal überfordert. Man kann sich eh nicht entscheiden. Ja, das ist. Grad, was fotografiere ich? Ja, und dann das entscheidest ist. Dich. Ja, das ist eben viel an Planung. Man sieht manchmal ein bisschen Bilder, die man gerne machen würde. Aha. Oder eben man hockt daheim. An den Tisch an, nimmt Wanderkarten führen, sucht nach Plätzchen, plant das Ganze. Und dann wirklich, ich sage jetzt mal, unser Pass hier oben. Fahrschäufen, Stirnlampen anlegen, im Dunkeln rauflaufen. Die Sterne fotografieren. Genau, richtig. Das ist natürlich etwas, das immer ein Erlebnis ist. So. Und jetzt hier? Da hinten bietet sich natürlich der See immer schön an. Vielleicht spiegelt sich sich noch eins, ich weiß es nicht. Das müsste man eins anschauen. Ja. Und eben mein Bristen, der hier sehr markant ist, das ist natürlich schon ein Gebiet, das auch Spass macht zum Föteln. Und dann kommst du auf in der Freizeit als Ausgleich. Genau, das ist wirklich der perfekte Ausgleich für mich. Es ist ein bisschen Bewegung drin, man hat Technik drin. Und eben das Föteln, das einem sowieso immer Spass macht. Das ja, cool. Die Landschaft ist ja schon vorhanden, gell? Was willst du noch mehr? das ist. So, jetzt soll ich mal schauen, ob ich da runtersteigen kann, um ein bisschen meine Füße abzukühlen. Vom Adranertal geht es jetzt weiter ins Göschnertal. Und in der Zwischenzeit zeigen wir euch ein paar Ausschnitte vom Outdoor-Abenteuer, das Nicole im Hintergrund begleitet hat. Mit Landauf, Landab bin ich viel in der Natur unterwegs. Um mich immer wieder neu zu inspirieren, habe ich zusammen mit meiner Namensvetterin Nicole, die Outdoor-Profis Christa und Michael zu einem spannenden Abenteuer eingeladen. In der letzten Episode haben sie die Aufgabe bekommen, eine zweitägige Bikepacking-Tour zu machen. Mit Sack und Pack haben wir sie losgeschickt. Übernachtet haben sie draussen und die Nacht mussten sie selber aus dem Fluss ziehen. Wie reagieren sie auf Herausforderungen? Wie agieren sie, wenn man alles etwas anders laufen tut als erwartet? Wir werden sie im Hintergrund genau beobachten. Und heute schicken wir sie mit dem Bike über einen weiteren Pass. Unsere Aufgabe heute ist, von da, wo wir übernachtet haben, via Erit und Grünenbergpass wieder zurück auf Hapkere zu fahren. Ja, ob ich etwas Mühe habe, vor allem zu runterfahren, ob ich wieder absteigen muss. Oder könnte es sein, wegen den Wegen, also dass wir alles gut finden. Oder das Wetter, denke ich jetzt nicht. Es hat sich noch bis am Nachmittag still. Da sollten wir dann ankommen, am Ziel vorher. Wenn du verfahrst, das ist aber schon unnötig. Ärgerlich vielleicht. Nicht gerade gehört manchmal schon dazu, dass man jemanden anhalten muss und wieder ein bisschen kehren. Aber wenn du es nicht merkst und 3, 4, 5 Kilometer fahrst, bis du es merkst, dann ist es ärgerlich. Ja. Wie geht's dir, Christa? Mir geht's gut, aber der Schöpf bin ich schon. Also der hat mich gebraucht. Vor allem, gell, zum wir absteigen, dann kannst du einfach nicht mehr durchdrücken, ewig. Ich finde Motivation auch im Aufstieg. Im Wissen, wie weit es jemandem noch geht. Und wenn ich schon unterwegs bin, ist einfach immer das oben drauf sein. Das können links und rechts runterschauen. Das ist etwas vom Schönsten. Auf einen Pass oder auf eine Krete raufkommst. Zum Runterfahren ist wichtig, dass man den Sattel runterlässt und den Schwerpunkt nach hinten verlagert, also leicht so hinten liegen. Und die Sperrung natürlich rausnehmen, dass es gut federt. Super gsi. Und mit der vierten Episode endet unsere Bikepacking-Tour da. Der Willkommenspokal. Manchmal hat es Momente gegeben, da ich wirklich nicht mehr gedacht, ich schaffe es nicht. Aber das war nur kurz, dann habe ich wieder zusammengenommen. Das ist gegangen.
Ich darf unsere zwei Outdoor-Experten zusammen mit Nicole schon bald wieder bei einem vertikalen Outdoor-Abenteuer begleiten. Und freue mich schon drauf. Zurück wieder im Urnerland in der Göschneralp. Die Göschneralp liegt oberhalb von Göschenen auf 1600 Meter. In den 50er und 60er Jahren hat man hier den Staudamm in der Göschneralp gebaut. Vorher ist an der Stelle des Staudamm ein Dorf gestanden. Das kleine Bergdorf hat man damals geräumt und weiter vorne wieder aufgebaut. Hier leben gesamthaft gerade mal 15 Bewohner. Im Winter hat es 3 Monate keine Sonne. Und wenn es einen strengen Winter gibt, wird es auch manchmal eingeschneit. Sorry, wenn ich da schnell störe. Wo geht's jetzt gestern heran? Geht da vorne. Geht hier am Weg noch entlang weiter. Ah, perfekt. Super. Bist du am Arbeiten gerade? Ja, sehr viel doch. Ja. Melken bin ich, ja. Immer um die Tageszeit melken wir etwa, ja. Okay, und wo nicht? Du bist auch hier? Ja, also ein bisschen weiter vorne, einen Kilometer weiter vorne wohne ich. Das ganze Jahr auch im Winter? Ja, im Winter, ja. Das ist schon noch etwas speziell, ja, weil im Winter ist hier die Straße zu, da hinten, für den öffentlichen Verkehr. Wir haben einfach mit Schneetöpfen und Pistenfahrzeugen reisen. Ja. So wie ich vielleicht ein Velo habe, haben wir Schneetöpfe. Ist auch cool. Und das ist schon speziell, ja. Man kann nicht immer heim und kommen und gehen, wie man gerade will. Da muss man auf die Natur schauen, Lawinengefahr, Wind, Schnee. Heute auch ein kleines Gewitter, jetzt gerade verwischt, aber geht sicher wieder vorbei. Ja, ist glaube nicht so schlimm. Ja. Ich glaube schon wieder auf. Das hört wieder auf. Hey, also, danke mir mal. Bitte gern, Auskunft und weiterhin guten Abend mit den Geissen. Gleich was, danke. Danke, ciao. Hey, tschüss, ciao. Dass das Wetter in den Bergen unberechenbar sein kann, merken wir jetzt auch gerade selber. Ein Sommergewitter hätten wir nicht erwartet. Jetzt hat es mir gleich noch ein bisschen geregnet, hätte ich nicht gedacht. Wobei, auf dieser Seite hier tut es schon ein bisschen auf, sieht also schon ein bisschen besser aus. Aber ich gehe jetzt mal schärmen. Und auch Serena verbringt die meiste Zeit hier oben. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie den Gasthof Göschneralp. Was hat dich bewegt, da so etwas zu eröffnen? Ja, das hat angefangen, als ich in der Zoe in ihrem Alter war. Bin ich als Hüttenmädchen auf der Voralphütte, die da gerade da hinten ist. Und das hat mich dann so gepackt, dass ich Küche gelernt habe. Und nachher zuerst auf der Siedelhütte gearbeitet habe. Und dann hat es sich ergeben, dass ich die Ellihütte übernehmen konnte. Und aber zu Göschenen dann gewohnt. Und als ich gehört habe, dass sie hier verkaufen, habe ich gefunden, ja, das ist die Gelegenheit. Und habe mich auch darum getan. Hat mich zum Teil ein bisschen ausgelacht am Anfang, dass ich so jung etwas kaufen will, vor allem bei der Bank. Was warst du noch? 22. Und es war ein bisschen schwierig zu verhandeln, aber schlussendlich hat das geklappt. Und dann haben wir hier im Winter. Der Partner ist handwerklich sehr talentiert. Aber er ist ja nicht von da, oder? Nein, er ist Amerikaner. Und wie hat er sich da eingelebt in der Schweiz? Eigentlich sehr gut, ja. Und ja, er war jetzt auch schon lange immer zu Amerika. Er sagt immer, die Eltern sollen hierher kommen. Für ihn ist die Schweiz mittlerweile auch zu Hause geworden. Und er vermisst eigentlich Amerika nicht gross. So langsam wird es dunkel hoch über Göschenen. Und uns wird noch mal so richtig bewusst, wie charakterstark die Bergwelt ist. Das Urnerland hat mich heute begeistert, besonders auch die Menschen, die ich heute kennenlernen durfte. Bei uns gibt es jetzt hier auf der Göschneralp langsam Bettruhe. Wir bleiben aber weiterhin für euch unterwegs. Macht's gut und bis bald. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein von SBB Railway für das Kombiangebot «Die Surnenpasswanderung» und wandern Sie via Surnenpass vom Urnerrüsttal nach Engelberg. Der Preis beinhaltet die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr und die Luftseilbahnen von Attighausen bis Brüsti und für den Alp nach Engelberg. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist: Wie viele Seilbahnen gibt es im Kanton Uri? Sind es A. unter 40 oder B. über 40? Schicken Sie ein E-Mail an landauf-landab@zatheis.ch.
Teilnahmeschluss ist am nächsten Dienstag. In der nächsten Folge von Land auf Land ab geht es in den südlichsten Teil des Tessin. Vom höchsten Punkt, gerade an der Grenze zu Italien, so kurz über die Grenze laufen, geht es über den See in ein Künstlerdorf. Land auf Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway.